Folge Nummer 51 von Oxygen Not Included. Unsere Leute sind gerade alle am Schlafen, wie wir sehen hier. Die pennt hier und ist das auch ein R? Ne, das ist Ari. Den haben wir ja letztes Mal dazu gekriegt, den Ari. Sauerstoffprobleme haben die hier auch schon, das ist schlecht. Na, guck mal, da wird sogar schon aufgestanden, das ist ganz schlecht, also nicht erholsamer Schlaf gewesen. Wir müssen da unbedingt dran arbeiten, dass das besser wird. Sauerstoff. Lass uns dann mal gerade die Map dafür aufmachen. Hier wäre das möglich. Hier ist überall rot. Hier ist es nicht rot. Und warum wird dann der Sauerstoff da nicht weggepumpt? Kein Strom. Warte mal, wie sind die Stromverhältnisse hier? Wo ist der Stecker? Da. Da musste das Rad für angeschmissen werden, damit da gelaufen werden kann. Okay. Prio ist 5. Ich mach da mal gerade 6 raus, weil wir brauchen jetzt den Sauerstoff. Hier läuft's noch. Wie sieht's hier unten mit unseren Baumaßnahmen aus? Okay, da ist schon was weitergemacht worden. Okay, da wird jetzt tatsächlich das auch schon gebaut. Dann graben wir den da mal weg. Und was war das für eine Prio? Okay. Machen wir mal hoch die Prio da. Das geht da rein, damit es sauber wird, ist klar. Ach so, hier wird jetzt gebaut. Ah, das dauert, ne? Okay, kein Sauerstoff mehr. Da müsste man mal eine aufwischen. Und dann wird hier auch weiter gebaut. So, das ist schon fertig. Ja, lass die erstmal die Wände da bauen. Ja, das Erdgas hier, das müssen wir unbedingt verarbeiten, ne? Volt wären das, wenn wir die jetzt mal hier ans Laufen kriegen würden, ne? Wir brauchen aber brennbares Gas. Ja, das bedeutet doch, dass wir da mal fertig werden müssen, oder? Wie ist denn die Priorität hier? 5. Dann lass uns doch die Prio mal hier auf 9 machen. Ne, die Tür wollte ich... Ah, ist auch scheißegal, ob die Tür auf 9 ist oder nicht. Machen wir mal so, damit das hier unfertig wird, damit wir das Erdgas kriegen, beziehungsweise daraus Strom. Ja, unzureichende Sauerstoffproduktion. Ich habe das auch schon gesehen. Also hier ist überall schon Erdgas, ne? Wie kriegen wir das hin? Können die das da oben bauen? Das ist die Frage. Oder ist das zu niedrig? Hier wird es tatsächlich was gemacht. Da wird Sauerstoff produziert. Wenn da Sauerstoff produziert wird, dann kommt das hier rein, oder? Warte, dann lass uns mal gerade die Lüftung hier angucken. Ja, kommt was an.
Okay, es läuft. Tier verhungert. Ja, der verhungert, aber der ist doch auch schon alt, ne? Der wird doch sowieso in 0,8 Zyklen sterben und nicht am Verhungern. Ja. Er stirbt altersbedingt. Das Ei war letztens 43%. Hat jetzt 48%, okay. Na, jetzt wird hier die Leitung schon mal gebaut, das ist doch schon mal gut. Da wurde Kohle aufgenommen. Ja. Hier fehlt's noch. Überall können wir zugucken, ne, wie es läuft. Hier haben wir nichts sozusagen, ne? Das ist äußerst schlecht, was wir hier gerade machen. Essen ist genug da, sind wir bei 14.000, es kann noch geerntet werden. Was macht unser Sauerstoff-Overlay? Hier geht's jetzt schon mal. Ja, wird ja jetzt besser. Ich glaube, vorhin war das hier noch richtig rot, oder? Da haben wir schon was reingepustet. Er geht duschen, okay. Ja, der Sauerstoff wird jetzt erstmal hochgepustet, ne? Das ist schon mal wichtig. Ja. Es kommt auf jeden Fall Sauerstoff an. Und hier unten kommt ja auch Wasserstoff an. Oh, ist einfach zu wenig, ne? 2,4 ist zu wenig. Wir müssen mehr haben eigentlich. Aber da kann man nirgendwo was hinbauen, oder? Da müsste man was umbauen. Aber wie? Eigentlich hier noch was reinbauen, ne? Dieser Raum ist doch sowieso leer. Elektrolyse. Ich baue da jetzt einfach noch ein paar hin erstmal. Allerdings müssen wir hier diese Tür dann umbauen. Müssen wir zerlegen. Da muss eine andere Tür hin und diese Tür muss auch umgebaut werden. Aber allerdings würde ich da, oder? Ja, das würde ich glaube zumachen. Oder wir machen da die Schleuse hin. Schwierig. Ich glaube, wir machen die da hin. Geht aber gar nicht, weil da das Dingens im Weg ist. Das bedeutet, wir zerlegen das hier noch. Und gucken zu, dass wir dann diesen Raum auf jeden Fall passend genutzt kriegen. So, wie sieht's aus mit dem Sauerstoff jetzt gerade? So berauschend ist das auch nicht, ne? Aber es kommen keine Balken drunter. Zu wenig. Obwohl, er wird gleich welche kriegen, glaube ich. Ah, hat er auch schon. Miep hat einen Balken runter. Wir müssen unbedingt hier unten weiterkommen. Weil der bringt uns hier das entscheidende Material.
Ja. Hier läuft's immer, ne? Weil er da dran ist. Also die haben jetzt ausgeschlafen, sind jetzt aufgestanden, ne? Ari pennt noch. Ist der ein Frühaufsteher oder was ist der? Ah ne, da kommt er jetzt auch. Wir müssen schauen, dass das hier unten fertig wird. Schon einer auf dem Weg dahin. Ich glaube sogar zwei, oder? Ja, er macht da schon mal. Das ist hier für ihn hier. Der muss doch jetzt langsam sterben, oder? 0,2 Zyklen, da ist er tot. Weiß nicht, wie lange 0,2 Zyklen sind, ne? Aber hier werden die Leitungen gemacht, das ist schon mal cool. Er hat keinen Sauerstoff. Hier wird es auch mit dem Sauerstoff eng. Hier werden die Leitungen auf jeden Fall fertig. Okay, und jetzt geht es hier oben auch weiter. Das ist schon mal wichtig. Und da ist zu laut, oder was? Oder ist Trommelfell geplatzt, oder was? Er hat sich selbst gerade den Boden unter den Füßen weggezogen. Da gibt es keinen Sauerstoff, das stimmt. Ich tendiere gerade dazu, dieses auch zu öffnen, weil da ist überall schon Dingens drin. Das bringt uns gerade nicht weiter, oder? Also die auf jeden Fall. Und, puff. Ah, da sind es jetzt nur noch Sekunden, bis er stirbt. Mal gucken, wie das aussieht, wenn da jemand stirbt, was damit passiert. Sekunden noch. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, tot. Okay, was ist daraus geworden? Fleisch. Totes Fleisch. Haben wir das hier bei Ernährung raus? Ich will es mal hoffen, ne? Oh, die essen alle rohes Fleisch. Das ist nicht gut. Wie sieht es hier aus? Okay, das ist schon mal weitergemacht. Haben wir da einen Anschluss schon? Ich glaube nicht, ne? Doch, ist auch schon gelegt. Muss nur angeschlossen werden dann. Bis hierhin geht der Strom schon. Sehr gut, dass da jetzt vorangeht. Die stehen da zu zweit. Ich dachte gerade, wieso kann der da Stereo arbeiten? So. Das sieht doch alles schon mal ganz gut aus, oder? Okay, da... Shit, der hat schon geplatzt, das Trommelfell. Das ist schlecht, ey. Oh. Das haben die alle, ne? Er hat das auch. Oder? Nee. Ja, komm, werdet fertig damit. Geplatztes Trommelfell. Geplatztes Trommelfell. Shit. Hier war Überdruck.
Jetzt ist sowieso zu spät, oder? Wie sieht's mit der Prio aus? Na, Prio 9. Ich glaube, wir müssen mal da abbauen. Kann das sein? So mal machen. Essen 16.000, alles ist gut. Ja, wir müssen weiterkommen in einer anderen Richtung. Wir müssen unsere Leute besser schützen, das heißt, wir brauchen die Schutzanzüge, oder? Er liefert auf jeden Fall das Kupfererz schon mal, das ist schon mal gut. Er braucht Sauerstoff. Ja, wie sieht's mit unserem Sauerstoff hier oben aus? Geht, ne? Aber hier ist immer noch zu viel Rotes drin, ey. Hier ist dafür gut, ne? Ja, kriegen wir das alle hin? Das ist die Frage, ne? Hier oben ist sogar noch Sauerstoff drin, wow. Jetzt nicht mitgerechnet. Da kommt wieder einer zum Bauen. Er hat nur Erde geholt. Objekte fehlen Ressourcen. Ja, der Grill. Dann mach doch mal ein Barbecue. Und eine eingelegte Mahlzeit. Und da mal ruhig ein Frostbrötchen. Frittierten Matsch gibt's gerade nicht. Und hier kriegen wir kein Gas hin, ne? Das müssen wir dann da auch noch einplanen hier. Aber ein Kabel gemacht. Ja, da kommt schon der nächste. Sehr gut. Aber die können nicht so lange, ey. Ach, Mann. Schutzanzugskontrollstelle. Das ist zu groß. Hier unten haben wir bestimmt Dingens. Sag schon blödes Zeug. Genau so ist es. Also können wir hier auch nichts was mit dem Schutzanzug machen. Wo kommen der hin dann? Hier wäre eine Möglichkeit gewesen. Da liegt die. Warte mal, nochmal das Ding aufbauen. Stationen. Dann gehen die nach da. Ach so, der ist nur einer. Okay, das würde ja alles fruchten in dem Sinne. Lass ihn mal dahin bauen. Und wir bauen da den Boden runter. Das passt dann schon. Die zweite Station. Es geht nicht mehr. Veredeltes Metall fehlt. Okay. Eisenerz zu Eisen. Können wir mal steigern auf 2, aber ich glaube, dann ist es trotzdem noch nicht dran. Müssen wir aber abwarten, ne?
So, die sind wieder am Pennen. Was macht unser ausgebrüteter Puff da? Da ist er ja noch nicht ausgebrütet wahrscheinlich, aber wie viel Prozent hat er? Wo ist er denn? Da, 58. Okay, das dauert noch eine Weile. Muss man das priorisieren? Hoch? Ich denke mal ja, wir machen das auf 9. Werden dann hier zumachen. Das muss weg. Und da kommt dann eine Schleuse erstmal hin, oder? Die wir aber dann sperren werden. Prio ist natürlich wieder falsch wahrscheinlich hier auch für. Ist hier unten schon einer was am machen? Nein. So, das Teil ist schon weggebaut. Das bedeutet, wir können da eine Schleuse reinbauen. Noch eine Luftschleuse, die wir aber legen. Gut. Und hier müssen wir noch was anschließen dann, ne? Aber das können wir dann noch machen. Strom brauchst nicht, aber Luft brauchst, oder? Wie? Muss erst gebaut werden, dass ich das sehe wahrscheinlich, okay. Okay. Ja, da ist jetzt nichts bei, was wir brauchen könnten. Hier ist jetzt weitergebaut worden irgendwo, aber ich weiß nicht wo, leider. Da kommt wieder jemand. Okay. Da wird weitergebaut. ...60% bebrütet. Naja, dann lass das erstmal so. Hier ist schon wieder einer weggelaufen. Ja, hier fehlt es immer noch an den wichtigen, entscheidenden Dingen. Strom nämlich. Kommt der Koch. Die springen da hoch und gehen gar nicht die Leiter hoch, ne? Er holt das Essen da weg. Fleisch, okay. Und dann wird er wahrscheinlich Barbecue machen oder sowas. Gut, aber ich würde sagen, wir sind schon eine ganze Ecke fortgeschritten, gucken zu und machen gar nicht so viel. Das ist unser größtes Problem, aber das ist halt gerade so. Wir werden zusehen, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen hier. Sieht aber aus, als ob das alles klappen könnte. Und wir bauen hier ja auch Wege, die dann uns weiterbringen. Da müssen wir irgendwie noch schauen, wo hier der Weg dann rüber geht. Ich denke mal, wir werden hier rüber gehen oder sowas. Oder hier und machen dazu. Das geht ja auch. Das müssen wir schauen. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und schreibt gerne Kommentare drunter, genauso wie das Video auf anderen Kanälen zu teilen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Hier mache ich aber gerade noch einen. Warte. Kunst, Fortschritt. Kunstgrundlagen. Fertig. Läuft. Bis zur nächsten Folge. Ciao.